So, da sind wir wieder und unsere Odyssee durch das Spinnenreich hat hoffentlich bald ein Ende. Jedenfalls, wenn wir der Karte trauen dürfen, denn da ist ja schon der Raum mit der Treppe nach unten und den beiden Fallgruben. So, sein Level-Up können wir mal ganz kurz machen. Feuermagie bringen wir mal auf 13, damit er den nächsten Spruch lernen kann, was auch immer das genau ist. Dann erhöhen wir nochmal Spellcraft um 1, damit er 10 Energie bekommt und... Was machen wir jetzt noch? Den einen Punkt bewahren wir uns einfach auf. Ah, hat er durchgehend Level Up da oben stehen. Nee, das nervt. Dann kriegt er halt einen Punkt in Eismagie. Nur für den Fall, dass wir später da was Schickes bekommen. Sowas wie vereisen, also ein Eisblock oder so. Das wäre ja schon ganz praktisch, so eine Spinne zum Beispiel zu vereisen. Dadurch blockiert sie auch den Weg für alle anderen Spinnen. Was bist du für eine Kugel? Ein Spektralrelais. Ha. Wo sind unsere Steine? Das Ding schießt schon mal. Haben wir noch einen Stein? Oh, und die Notiz wollten wir noch lesen. Ich muss gründlich meinen Rücken beobachten. Die Spinnen sind überall. Nein, wirklich? Das muss eine Notiz sein von diesem Torum. Und er braucht Essen. So, wir brauchen jetzt auch noch was anderes, nämlich irgendetwas, was wir auf die Steinplatte legen können. Oh, wir haben die ganze restliche Kiste noch gar nicht aufgemacht und durchsucht. Ein Schockspruch. Braucht Luftmagie Stufe 4. Das wäre dann ja wohl für ihn. Hat er denn 4? Er hat Luftmagie 4. Schöne Sache. Oben rechts der. Also hat er jetzt auch mal einen Angriffszauber außer dem Gift. Wir brauchen trotzdem noch was für die Platte. Dann legen wir mal die Leute drauf. Haha. Komisches Spektralrelais. So, eine Marder am Stock. Hat jemand Hunger? Oh nee, noch nicht genug. Die kriegen erst was zu essen, wenn sie gelb werden. So, also auf die Dinger müssen wir achten. Da muss so eine blaue Kugel reinfliegen, damit sie irgendwas auslösen. So, da ist unser blauer Kristall, an den wir nicht rankommen, aber wahrscheinlich jetzt rankommen werden. Jo, schön. Und eine Lederkappe. Die 4 macht, genau wie die auch. Und noch eine Notiz. Wieder von Torum und unterschrieben. Ich habe eine bessere Rüstung gefunden, also werde ich meine alte Ausrüstung hier lassen. Er hat irgendwas über die... Ah, er ist ein bisschen zu tollpatschig mit den Leder... Hosen. Also er war ein wenig zu tollpatschig mit den Laserhosen und er wird es nicht riskieren, hinter ihnen hinterher zu gehen. Das wird wohl jemand anders erledigen müssen. Ich habe keine Idee, wie ich die Tür öffnen soll. Also er hat wahrscheinlich hier irgendwelche Rüstung gefunden, die besser war als seine alte und hat dabei seine alte Lederhose verloren, die ist dann hier irgendwie runtergefallen. Aber da wir ja schon zweimal hier runtergesprungen sind, werden wir die inzwischen schon aufgesammelt haben. Wahrscheinlich ist das hier jetzt Torums alte Lederhose. Und wir können die ganzen Notizen hier ein bisschen verstauen, damit wir mehr Platz haben. Was eigentlich mit den Schädeln? Wir haben jetzt Angriffskraft 24. Können wir die auch hier reinpacken? Nee, sie zählen nur im Hauptinventar. Das ist schade. Das kann runter zu ihm. Und die Fackel kann zu ihm. So, also Torum hatte keine Ahnung, wie man die Tür da aufkriegt. Fackel wegnehmen. Ja, das wäre wohl zu einfach gewesen. Oh, ein Goldschlüssel, den haben wir doch gefunden. Komisches Secret, aber gut. Kettenschuhe. Die kriegt doch mal keiner, weil man braucht schwere Rüstung dafür. Aber die werden uns später bestimmt gute Dienste leisten. Was haben wir hier?
eine Knoffer-Mace. Also Mace ist Keule und Knoffer hört sich irgendwie an wie Knuffer. Ich knuff dich mit einer Knuffer-Mace. Die hat 14,11. Nö, auch nicht wirklich besser. Okay, dann machen wir es doch mal wie unser komischer Brieffreund und lassen hier die Sachen liegen, die wir nicht wirklich brauchen. Haben wir noch irgendwas? Ja, die Notizen können wir eigentlich auch gleich hier lassen. Und das brauchen wir alles. Brauchen wir auch alles. Den Speer wollte ich behalten für den Fall, dass er irgendwann mal eine Hand frei bekommt. Und die Notiz kann auch hier bleiben. So. Dann schauen wir doch mal runter und gucken, ob jetzt hier auch Schleime sind oder nicht. Erstmal wieder eine Druckplatte. Druckplatten sind gefährlich. Wir haben den Stein vergessen. Und ja, ich gehe jetzt wegen einem Stein wieder hoch. Denn wir haben öfters mal das Problem, dass wir nichts Ordentliches zum Drauflegen haben. Oh. Oh. Okay. Ja, die zaubern Gift. Und ich sehe niemanden sterben. Ich würde da gerne raus. Lasst mich raus. Gut, er überlebt, weil er halt Giftresistenz so hoch hat. Aber warum sterben die Viecher nicht? Gegengift, Heiltrank. Haben wir noch irgendwo einen Heiltrank? 3, 4, nee. Aber er hat Feuerbomben. Oh. Komm her, du Scheißding. Ja, es macht richtig gut Schaden. Komm her. Kriegst gleich noch eine. Da verschwenden jetzt mal ein bisschen Ressourcen, aber das haben die Dinger echt verdient. So, noch eine Giftbombe hinterher. Okay, diesen Resistenz gegen Gift, das hätte ich mir irgendwie auch denken können. Und der ist vergiftet. Nein. So. Gegen Gift. Dann halt die Frostbombe. Ey, die friert hier echt ein. Gut, gut. Jetzt das schön von hinten raufhauen. Kritisch. Ich weiß nicht, ob das kritisch jetzt war, weil wir von hinten angegriffen haben und der eingefroren ist, aber es wäre... Oh. Wäre ein schickes Feature. So, Bogen in die Hand. Giftpfeile sollten wir nicht benutzen. Wir sollten normale Pfeile benutzen und auf Distanz bleiben. Jo, das klappt doch. Dumm, die dumm, die dumm. Schön im Kreis laufen. Das macht sogar gut Schaden. Vielleicht hätten wir doch von vornherein mit ihm auf Fernkampfwaffen skillen sollen. Und auch dabei bleiben. So. Das kommt alles mit. Zwei Stücken Nahrung haben wir für die ganze Mühe bekommen. Und ich würde gern zurück. Ich würde wirklich gern zurück, weil da ist der blaue Kristall. Da geht's weiter. Ich will nicht weiter, ich will zurück. Na gut, vielleicht geht die Tür hier auf und macht gleichzeitig die Tür hinter uns auch auf. Ja, sauber. Raus hier. Weg hier. Und ab zum blauen Kristall. Mann, Mann, Mann. Die Ebene hat's echt in sich. Und ich glaube, ich behalte erstmal den Bogen für ihn in der Hand. Nur so für den Fall. Die Fackel kann weg. Feuerball vorbereiten. Blitzschlag vorbereiten, denn die scheinen ja giftresistent zu sein. Da bringt die Giftwolke nichts. So, und gucken wir mal hier weiter. Aber ja, diese komischen knubbeligen Bäume, die hatten wir am Anfang schon mal. Da haben sie aber definitiv nicht so viel ausgehalten wie jetzt. Und ich höre was Geklappere. So ein bisschen wie Legionäre.
Was haben wir hier? Eine Schriftrolle. Energie wiederherstellen. Eine Flasche und einen Bluttropfen. Und eine Bluttropfenblüte. Davon haben wir bisher erst eine gefunden. Ne, zwei gefunden. Das sind also Mana-Tränke. Hiermit sind es Heiltränke, Mana-Tränke, Gegengift-Tränke. Gut, dann schauen wir doch mal, was dieses Klappern auf sich hat. Oh, Schützen. Ich könnte jetzt nicht sehen, ob der Blitz über ein Feld hinausgegangen ist oder nicht. Na, wo seid ihr? Komm, but, 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 but. Wir wollen hier irgendwie nicht rein. Oh, das sind ja vier. Und die laufen nur in dem Kreis, in dem Raum immer im Kreis. Na gut, wenn es denen Spaß macht. Oder auch nicht. So, einer tot. Na gut, wenn du nicht willst, dann kommen wir halt. Sammeln die Pfeile auch gleich schön wieder automatisch ein, bis auf den da. Oh, ein Eispfeil, schön. Werden die eigentlich verbraucht, diese besonderen Pfeile? Können wir mal kurz testen. Wir haben jetzt zwei Eispfeile. Mein Verdacht ist, wir schießen sie und danach sind es ganz normale Pfeile. Und die machen weniger Schaden bei den Skeletten. So, wir haben beide Eispfeile verschossen. Und wir sammeln ganz normale Pfeile auf. Jo, hatte recht. Schade. Aber na gut. Jetzt haben wir schon mal fünf Pfeile. Ist ja auch okay. Und hier stehen überall Sachen an den Wänden. Was haben wir hier? Bestiengarten und Menagerie. Also eine Art Zoo. Zeit und Ebbe. Nee, Tide ist Flut, glaube ich. Zeit und Flut. Da scheint hier wohl so eine Art Nexus zu sein. Und wir können uns jetzt aussuchen, in welchen Bereich wir als nächstes gehen wollen. Gedankenpfade hätten wir hier. Und die Katakomben. Und zwei leere Nischen. Ah, das sieht doch auch aus wie ein Rätsel aus Dungeon Master. Das heißt, wir haben jetzt vier Bereiche und hier vier Nischen. In jedem der Bereiche werden wir einen Gegenstand finden, den wir da reintun müssen. Einschläfern steht hier. Ewig eingefangen steht da. Vergessene Verbrechen steht hier. Und Kavernen, also Höhlen, die immer noch Echos werfen. Oder die immer noch Echonen. Na gut, wir haben keine besonderen Gegenstände bisher gefunden. Und hier wird es dann wahrscheinlich nicht weitergehen. Da kommen wir erst durch, wenn wir die vier Gegenstände reingelegt haben. Und hier haben wir eine massivere Tür und einen komischen, grünlich schimmernden Schlüssel werden wir brauchen. Na gut. Wo wollen wir zuerst rein? Katakomben klingt nach Untoten. Beastgarten und Menagerie klingt nach diesen Pilzen und anderem giftigen Zeug. Das will ich nicht unbedingt haben. Und nach Spinnen zum Beispiel. Zeit und Flut. Und Gedankenpfade. Gedankenpfade klingt nach Rätseln und nicht nach Gegnern. Also schauen wir doch mal hier rein. Aber vorher brauchen wir noch ein paar neue Heiltränke. Unser Dieb hatte ja geringfügig welche verbraucht. So, 3, 4. Also, das und das. So, das und nur einen davon. Heiltrank. Noch ein Heiltrank. Und noch ein Heiltrank. Jetzt hat er oben links einen. Er oben links ein, er oben links ein. Fehlt nur für ihn ein. So. Gut, gut. Sind wir einigermaßen vorbereitet. Zauber, Zauber,
und speichern wir mal ab. LP 18 und wir sehen uns gleich wieder.